Eure Xbox-Konsole ist ein absolutes Wunderwerk der Technik. Und ja, auch wir stoßen immer wieder auf neue coole Features, die wir noch nicht kannten oder die sich einfach mal so unter dem Radar auf unsere Lieblingshardware geschlichen haben. In diesem Video zeigen wir euch unter anderem, wie ihr automatisch immer den besten Speicherort wählt, wie einfach ihr künftige Zockerabende organisieren könnt und auch, wie ihr seht, ob ihr eventuell ein Spiel ein bisschen doller lieb habt als alle anderen. Welches Feature steht eigentlich für euch bei eurer Xbox-Konsole an vorderster Stelle? Verratet doch mal in den Comments, was sie für euch so unschlagbar macht. Wir sind gespannt. Ja, und dann starten wir doch direkt mit einem der bereits angeteaserten Themen. Direkt rein! Wenn ihr neue Spiele herunterladet, ist die Vorfreude in der Regel mindestens so groß, dass ihr am liebsten alle unnötigen Schritte zwischen hier und dem Beginn der ersten Runden eliminieren würdet. Uns geht es da genauso und deshalb könnt ihr nun für bestimmte Download-Inhalte Regeln definieren. Öffnet hierfür in den Einstellungen unter System das Menü Speichergeräte. Anschließend wählt ihr links oben Installationsorte ändern. Anschließend könnt ihr beispielsweise einstellen, dass Series X und S optimierte Spiele künftig automatisch auf den internen Speicher geladen werden, abwärtskompatible Spiele auf die Storage Expansion Card und Apps auf eine externe Festplatte. Oder auch ganz anders. Das ist euch überlassen. Selbstverständlich solltet ihr aber auch weiterhin alle Spiele, die auf Next-Gen-Features setzen, idealerweise auf der internen Platte oder der Erweiterung installieren, wollt ihr alle Vorzüge wie zum Beispiel Quick Resume genießen. Sammelt ihr bereits länger Spiele auf Xbox und seid dazu noch Mitglied im Xbox Game Pass, kann es gut sein, dass ihr eine recht ordentliche Spielbibliothek unter meine Spiele und Apps vorfindet. Und wenn ihr dann schaut, welche Games sich für den nächsten Zockerabend eignen, kann es unter Umständen schwierig sein, den Überblick zu behalten. Dank der überarbeiteten Filter sollte das in Zukunft allerdings kein Problem mehr für euch sein. Zum einen habt ihr oben jetzt eine Übersicht, auf welche Spiele ihr aus welcher Quelle Zugriff habt. Und zusätzlich könnt ihr die Filter in der kleinen Box auswählen. Was meint ihr? 4-Player-Koop-Shooter? Oder vielleicht doch eher Solo-Mission? Mal wieder durch alle Puzzle Games in der Sammlung knüffeln? Kombiniert die Filter nach euren Wünschen und ihr werdet erstaunt sein, welche netten Sammlungen sich so ergeben. Und hier kommt noch ein Tipp. Der Überrasch-mich-Button ist jetzt ebenfalls hier bei den Filtern zu finden. Wenn ihr also mal vor lauter Spielen den Screen nicht mehr seht und so gar nicht wisst, wonach euch gerade der Sinn steht, lasst doch einfach mal das Schicksal entscheiden. Ist übrigens auch okay, wenn ihr den Button so lange drückt, bis euer Lieblingsspiel irgendwann kommt. Been there, done that. Ist euch das noch nicht Quality of Life genug, kommt auch gleich noch der nächste dezent grandiose Banger. Es mag nicht nach viel aussehen, aber come on. Ist die Suchleiste da oben nicht schick? Klar, ihr könnt auch weiterhin einfach Y drücken, wenn ihr ein Spiel oder einen Film oder eine App sucht. Wie immer. Und ja. Man kann eine Menge auf Xbox suchen. Zugegeben, der geheime Star dieses Features ist mit Sicherheit aber das kleine Zahnrad neben der Suchleiste. Jetzt könnt ihr nämlich ohne große Umwege in das Einstellungsmenü. Also nicht mehr Quick Guide öffnen, nach rechts tabben, runterscrollen. We done with it, okay? Wenn ihr also das nächste Mal ein Video von uns schaut, in dem wir euch ein crazy secret Feature eurer Lieblingskonsole zeigen, könnt ihr bequem da oben in die Einstellungen und uns folgen. Folgen ist übrigens auch ein super Stichwort. Um keines dieser und anderer spannenden Updates rund um Xbox zu verpassen, solltet ihr uns natürlich auch hier auf YouTube folgen, indem ihr liebevoll den Abo-Button drückt. Und wir revanchieren uns anschließend noch mit mehr fantastischem Content. Probiert es ruhig mal aus. Wir garantieren euch zwar nicht, dass ihr danach im Dunkeln leuchtet, aber das wäre auch etwas komisch. Weniger komisch ist die Tatsache, dass euer Controller leuchtet. Doch wusstet ihr, dass ihr nun einstellen könnt, wie stark dieses Leuchten ist? Zumindest wenn ihr einen Elite Series 2 Controller besitzt. So geht es. In den Einstellungen, die ihr, wie ihr jetzt wisst, nun auch oben über das Zahnrad erreicht, geht ihr unter Geräte und Verbindungen auf Zubehör. Alternativ könnt ihr hierfür auch die Zubehör-App in eurer Bibliothek aufrufen. Und hier könnt ihr sogar die Farbe definieren und jeweils den Profilen zuweisen. So reicht künftig schon ein Blick und ihr wisst, ob die verlorenen Matches an euch oder einem falsch gewählten Profil liegen. wir meinen natürlich am gegnerischen Team. Na klar. Wisst ihr eigentlich, wie lange ihr euer aktuelles Lieblingsspiel schon gespielt habt? Nee, jetzt nicht raten. Wir wollen Fakten. Wie jetzt? Das wisst ihr gar nicht genau. Ja, noch nicht. Wenn ihr auf eurer Xbox den Quick Guide öffnet, seht ihr mittlerweile nämlich nicht nur die Erfolge, sondern nun auch Statistiken.
öffnet ihr dieses Menü, findet ihr je nach Spiel die Spieldauer und noch andere interessante Zahlen. Gut zu wissen, oder? Na, wo habt ihr die längste Spielzeit? Flext mal ein bisschen in den Comments. Gerne auch eure Top 3. Wie war das? Welches es bei uns ist? Übrigens seht ihr im Quick Guide nun rechts neben dem eigentlichen Menü immer die Xbox 4 und einen Hinweis auf die Energieoption. Gerade wenn ihr erst seit kurzem Teil des Xbox-Kosmos seid, ist das sehr, sehr hilfreich. Vergesst nicht, dass ihr zum Ausschalten und Neustarten die Guide-Taste lange gedrückt halten könnt. Spielt ihr aktuell auf einer Xbox-Konsole der One-Generation, gibt es ebenfalls noch eine gute Nachricht für euch. Der Voice-Chat auf Xbox One wurde nun auf den Standard von Series X und S angehoben und die Sprachqualität somit weiter verbessert. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit unserem neuen Video. Wir hoffen, ihr konntet ein paar coole neue Dinge über eure Xbox-Konsole oder Xbox-Konsolen lernen und freuen uns, wenn ihr uns ein Like da lasst. Wie unglaublich wertvoll und wichtig ein Abo auf unserem Channel sein kann, haben wir ja bereits deutlich gemacht, ne? Falls nein, Abo beste, Glocke noch besser. Okay, wir vertrauen jetzt einfach darauf, dass ihr das Beste draus macht und freuen uns, euch im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns online.